ehrlich? Oh, Süppchen? Heute ist doch Geburtstag, Mutter. Oh, Mutter, hast du Onkel Otto gehört? Er hat mir eine Tafel Schokolade geschenkt. Na, und wo ist die Schokolade? Gegessen. Na, zumindest ist sie ebenso nahrhaft wie Süppchen. Apfelkuchen, Streuselkuchen. Oh, fein, wenn es doch nur schon Nachmittag wäre. Und was ist da noch im Ofen? Was wohl? Oh, die Geburtstagstorte. Backe fein mein Kuchen, die Mutter hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl. Safran macht den Kuchen gel. Schieb, schieb, in den Ofen rein. Isa übt ein bisschen auf dem Klavier, das hat Mutter gern. Die hat ja heute so viel zu tun. Aber da kommt ja schon Hilfe. Die kleine spindeldürre Frau Rutziputz. Sie ist flink wie ein Wiesel. Und es sieht aus, als ob sie zaubert, wenn sie arbeitet. Schwupps sind die Kuchen geschnitten und auf Teller dekoriert. Schwupp, aus Fruchtsäften und Wasser viele bunte Limonaden gemixt. Schwupp, Servietten, Tischtücher und Besteck in den Garten gebracht. Das Wetter ist so herrlich, dass Isas sehnlichster Wunsch in Erfüllung ging. Die Gartenparty. Da bimmelt das Telefon, wie verrückt. Huch, Telefon! Ich komm ja schon! Ja, ja, ich komm ja schon! Hallo, Tante Ruth? Was? Oh, wie schade. Isa, wie oft habe ich dir verboten, ans Telefon zu gehen? Und nur noch ein auswärtiges Gespräch. Och, Mutti, das ist doch Tante Ruth. Hallo? Ruth? Was? Ihr könnt nicht kommen? Wie schade, Ruti. Wiederhören. Ich ruf wieder an. Du meine Güte, die ersten Gäste kommen schon. Isa, mach auf. Lass die Gartentür offen, bis alle da sind. Hallo, Quacks. Guten Tag. Hallo. Theresa! Oh, was hast du im Korb? Hörst du es nicht? Ein Schweinchen? Ja, ein Glücksschweinchen. Hör mal, ich sag dir Glückwünsche. Isa, was machst du für einen Radau? Oh, Quacks, du. Guten Tag. Oh, guten Tag, du kleines Glücksschweinchen. Komm, Quacks, wir bringen es schnell in die Waschküche. Ja gut, aber nicht schlachten, Vater. Oh je, ich sollte ja die Gartentür offen lassen. Oh, da ist Nati. Hallo, wie geht's? Hallo, Nati. Wie schön, dass du auch kommst. Da wird sich Uwe ja freuen. Wie gut, dass die Gartenglocke abgestellt ist. Man hätte heute einen Portier gebraucht, so viele Gäste kamen. Als Letzte erscheint wie immer Tante Prudentia. Sie redet und redet. Mein liebes Isalein, mein geliebtes Geburtstagskind, ich gratuliere dir von ganzem Herzen, bleibe vergnügt und bleibe gesund und deinen Eltern ein liebes Mädchen. Hier habe ich ein Püppchen für dich, eine richtige Mama-Puppe. Sie schreit Mama, wenn du sie hinlegst. Mama, Mama. Oh, nein, nein, du brauchst keine Angst zu haben, mein liebes Kind, dass ich dich mit langen Reden aufhalten will. Och, ich hasse lange Reden. Och, Erik, ich bitte dich, du stößt mir noch meinen Sonnenhut vom Kopf. Ach, ich kann die Sonne gar nicht vertragen, schon als junges Mädchen nicht. Und dein Urgroßvater sagte immer, wenn du... Oh, Tante Prudentia war manchmal eine richtige Nervensäge. Und manchmal war es ganz schlimm. Frau Rutziputz steht mit der großen Kakaokanne in der Tür und bimmelt mit der riesigen Kuhglocke, die immer als Gong benutzt wird. Alles rennt zur grünen Wiese. Unter den schattenspendenden Obstbäumen ist die riesige Kaffeetafel gedeckt, bunt und lustig. Sie sieht aus wie ein Schlaraffenland. Oh, oh, da kommt meine Geburtstagstorte. Vater, darf ich das erste Stück von der großen Geburtstagstorte haben? Aber selbstverständlich, Isa. Das Geburtstagskind bekommt doch immer das erste Stück. Und ich möchte bitte das nächste Stück hier. Ja, auch. Mir noch einen dazu. Dass du nie genug
Dafür sage ich Isa auch noch ein Geburtstagsgedicht auf. Na prima, junger Mann. Abgemacht. Steht die Torte auf dem Tische, macht sich dick und macht sich breit. Guten Tag, ihr lieben Leute. Isa hat Geburtstag heute. Und nun werden wir der jungen Dame wohl erst einmal ein Geburtstagsständchen singen. Macht ihr alle mit, Kinder? Oh ja! Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch, 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 hoch. Isa strahlte mit der Sonne um die Wette. Dann aber saust sie mit Nati ins Haus. Sie wollen sich verkleiden. Isa zieht Mutters Faltenrock über und setzt die dicke Sonnenbrille von Vater auf. Aber Nati in hohen Stöckelschuhen und Mutters altem chinesischen Pyjama und dem Schleierhut ist kaum zu erkennen. Nanu, was kommen denn da für feine Gäste den Gartenweg entlang spaziert? Ach, Verzeihung, wir hatten gedacht, dass hier ein Nachmittagsausflugsgartenlokal wäre. Im Vorübergehen zog uns der gute Kuchenduft in die Nase. Tja, aber wie ich sehe, ist das wohl eine Privatgesellschaft. Aber, meine entzückende Dame, bleiben Sie doch ein bisschen. Darf ich Sie zu einem Stückchen Geburtstagstorte und heißem Tee oder Kakao einladen? Oh, vielen Dank, mein Herr. Einen Kakao mit Sahne, bitte. Die Torte sieht ja köstlich aus, aber Gugelhopf wäre mir lieber. Sehr wohl, meine Gnädigste. Und was darf ich Ihnen bringen? Oh, bitte heißen Tee, mein Herr. Und Streuselkuchen. Aber sicher. Ich bedanke mich. Hoch, wie entsetzlich. Ich glaube, hier sind ein paar Hunde unter dem Tisch. Meine Schuhe, meine schönen Stöckelschuhe. Hoch, ich habe Angst. Uwe, Erik, kurz die Türken noch einmal. Kommt sofort unter dem Tisch hervor. Wisst ihr denn gar nicht, wie man sich benimmt, wenn so feine Gäste hier sind? Die feinen Gäste erheben sich, aber ach du Schreck. Erik und Uwe hatten heimlich Isas Rockband raffiniert mit Natis Pyjama-Band zusammengebunden und plautz, babaus, fliegen die Herrschaften hinterrücks vom Stuhl zum Gaudi aller und brauchen eine ganze Weile, um sich wieder auseinander zu heddern. Jetzt alle ein bisschen auf den Rasen gesetzt, Kinderlein. Die Erwachsenen können sich ja ein wenig im Haus ausruhen, bis zur Fortsetzung des Programms. Ich weiß, was wir spielen. Was denn? Wir spielen Geräuscherat. Wie geht denn das? Ach, dann muss einer Geräusche vormachen und dann müssen die anderen raten. Die müssen natürlich die Augen zu haben, was das ist. Ah ja, klar, klar. Ja. So, jetzt alle schön ruhig sein, die Augen zu machen und ich fange jetzt an. Ist gut. Was ist das wohl? Ein Koch? Eule. Eine Eule. Eine Uhu. Das ist eine Eule. Ja. Ja, das ist eine Eule. Das ist eine Eule. Ist gut. Mach noch mal was. Noch ein, sag mal was anderes? Ja. Gut. Ich mache jetzt nochmal. Augen zu. Nein, das ist eine Kuhglocke. Ja, das ist eine Kuhglocke. Eine Kuhglocke, ja. Richtig, das ist eine Kuhglocke. Und jetzt mache ich, jetzt habe ich noch was. Jetzt mach ich noch was anderes. Jetzt mal wieder die Augen zumachen und jetzt pass mal auf. Maus? Das ist ja eine Maus. Was meinst du? Maus. Was? Eine Grille. Eine Grille? Was meinst du? Also ich würde sagen, Maus. Das ist eine Maus, richtig. Maus, ne? Ja, das ist eine, ja, eine kleine Maus. Mhm. Aber richtig, keine echte. Machst du noch was? Was anderes? Ja. Ich möchte mal was. So. Versuch doch mal. Ja, finde ich auch. Augen zu. Ja, gut, Augen zu. Ein Schuss! Ein Pistolenschuss! Ein Pistolenschuss! Ja, ganz gut. Ja, ein Schuss. Wir haben es erwarten. Und jetzt? Also ich finde, wir haben jetzt genug gespielt. Wir gehen jetzt mal zu den anderen auf die Wiese, ne? Okay. Sind wir auch? Ja, ja, gut. Ja, gut. Los, komm. Warte doch mal. Eine Brücke ist eingefallen. Wir wollen sie wieder bauen. Aus was denn? Aus was denn? Aus lauter Gold und Edelstein. Der Erste kommt, der Zweite kommt. Der Dritte muss gefangen sein. Was willst du? Apfel oder Birne? Apfel. Wir rütteln und schütteln den Teufel zum Tore hinaus. Oh, bitte, Tante Jenny, erzähl uns doch eine feine Geschichte. Oh,
bitte. Von Schweinchen Tommy. Bitte, bitte, Tante Jenny. Oh ja, bitte, bitte, Tante Jenny. Bitte. Da habt ihr Glück. Ich weiß eine ganz neue Geschichte von Tommy. Also, Kinderchen, hört schön zu. Tommy Schweinchen war ein sehr leichtsinniges und manchmal auch sehr ungezogenes Schweinchen. Immer musste man ein Auge auf Tommy haben und seine liebe Mutter jammerte oft sehr. Tommy, lauf doch nicht immer weg und bleibe hier bei mir, wie deine zwei Brüderchen. Sonst kommt noch mal der böse Wolf und holt dich. Ach, was Mutter immer hat. Hinterm Haus wachsen so schöne Erdbeeren. Ich will mir ja nur zwei Stück holen. Hinter der Hausecke aber lauerte schon eine ganze Weile der große Wolf. Er hatte einen Mordshunger und noch gar nichts gefangen. Als nun Tommy um die Ecke gesaust kam, packte der Böse schnell zu und steckte ihn in seinen großen Hamstersack. Lass mich raus! Lass mich doch raus! Schrie Tommy verzweifelt. Ich will zu meiner Mutter! Ha, das möchtest du wohl gern, mein kleines Schweinchen. Aber du bist das Einzigste heut, was ich zum Abendbrot habe. Und flink sauste der Wolf zu seinem kleinen Blockhaus, das gar nicht weit weg im nahen Walde stand. Hallo, Tarzi, mein Sohn, schrie der Wolf. Sieh doch nur, was ich Feines zum Abendbrot mitgebracht habe. Oh, ein Schwein. Aber es ist ja nur ein ganz, ganz kleines. So klein. Macht nichts. Für uns zwei reicht es schon. Verflixt und zugenäht. Nun habe ich doch das Sauerkraut vergessen. Und ohne Sauerkraut schmeckt mir der kleinste Schweinebraten nicht. Ich lauf noch mal ins Dorf und hole flink welches. Achte in der Zeit gut auf Schweinchen. Und fort war der böse Wolf. Der kleine Tommy fragte Kess. Ach, Tazi, sag mal, isst du denn gern das olle Sauerkraut? Ich mach mir gar nichts draus, ich esse viel lieber Pudding. Da meinte Tazi. Bei uns gibt's niemals Pudding, weil Vater ihn nicht mag. Oh, und meine Mutter kocht gerade wunderbaren Schokoladenpudding, Tazi. Soll ich dir schnell ein Töpfchen holen? Ui, das wäre herrlich. Aber du musst ganz flink laufen und zum Abendbrot wieder hier sein. Ach, ich habe solchen Appetit auf Schokoladenpudding. Tazi schmatzte förmlich und machte die Haustür auf. Und Tommy war draußen und sauste ab wie die Feuerwehr. Durchs Gebüsch und um den Teich, um dem Wolf nicht zu begegnen. Dann durch die hohen Bohnenstöcke hinein in den Küchengarten. Und bald war er bei Mama und den Brüderchen. Tommy, du sollst nicht immer so toben. Du bist ja ganz aus der Puste, schimpfte die Mutter. Wenn sie wüsste... Oh, war das spannend, Tante Jenny. Ja, Tommy war wirklich sehr schlau. Aber das dumme Wolfskind wird schön das Fell versohlt kriegen. Ja. Oh, ich habe eine Idee. Wir spielen jetzt Räuber und Prinzessin. Oh, im Wald, ja. Im Wald, da sind die Räuber. Halli, hallo, die Räuber. Kommen wir in den Wald, das ist Knall. Wir kommen bitte die Räuber. Hi, wir wollen die Prinzessin fangen. Ja, das ist natürlich vom Puma, ja. Von wegen Räuber und Prinzessin, mein Lieber. Kommt heute überhaupt nicht in Frage. Sucht euch ein sanfteres Spiel aus. Oh, Crockett! Mein neues Crockett! Wer spielt mit Crockett? Ach, so was Langweiliges. Da können ja immer nur einige spielen. Genau, die anderen schlafen inzwischen ein. Ja. Nee, da gehen wir lieber zur Schaukel. Wer nee, höchst schaukeln kann. Ja, das ist richtig besser. Und dann ist dem Mädchen wieder ganz schlecht, wie beim letzten Geburtstag. Nein, nein, mein lieber Uwe. Wir spielen alle zusammen, die Großen und die Kleinen, Blinde Kuh. Ein Tuch her. Wie reizend. Das haben wir als Kinder schon so gern gespielt. Weißt du noch, Emil? Oh, Vater, darf ich die erste blinde Kuh sein? Bitte, bitte. Du bist ja heute die Hauptperson, meine kleine Isa. Also, meine Herrschaften, hier ist unsere erste blinde Kuh. Alles ruhig stehen bleiben. So, meine kleine blinde Kuh, kannst du auch wirklich nichts sehen? Hm? Nicht mogeln? Sitzt das Tuch auch wirklich fest? Ganz fest. Huch, ist das dunkel. Darf ich nun fangen? Moment. Erstmal dreh dich. So. Nun lauf zu. Und fang und rate die nächste blinde Kuh. Huch, wo bin ich nur? Kann ich auch nicht stolpern? Nein! Oh nein! Ah, was fassen da meine Hände? Tante Prudentia! Tante Prudentia ist die nächste blinde Kuh. Huch! Mein Sonnenhut, lass los, du stößt ihn mir ja vom Kopf. Oh,
Aber Tante Prudentia, setz doch den Hut ab. Die Sonne ist doch schon hinter den Bäumen. Auf gar keinen Fall, mein Lieber. Auf gar keinen Fall. Die Atombombe-Sonne ist sehr schlecht für meine Haut. Mit ihren ultravioletten Strahlen, die am Spätnachmittag besonders stark sind. Tante Prudentia war wirklich die komischste blinde Kuh und unterhielt auf ihre Weise die Geburtstagsgesellschaft aufs Herrlichste. Erik und Uwe laufen inzwischen zu der riesigen, leergeräumten Tafel auf der himmlischen Wiese, decken das weiße Tafeltuch auf, sausen in die Küche und wirtschaften dort eine ganze Weile geheimnisvoll herum. Schließlich stehen sie beide unter der Küchentür mit weißen Servietten unter dem Arm. Uwe eine zugedeckte Terrine auf der Hand balancierend und Erik die große Kuhglocke bimmelnd. Tra, tra, tralala, tra, tra, tralala, Geburtstagsgäste und Geburtstagskind, seid ihr alle da? Ja, ja, ja. Ach, Verzeihung, meine lieben Gäste, mein Irrtum ist uns unterlaufen. Wir sind ja gar kein Kasperle-Theater. Bitte vielmals um Entschuldigung. Ach ja, Sie müssen wissen, ich bin doof und mein Bruder ist dick. Ja, wie Sie sehen, meine Herren und Damen, ich bin dick. Naja, und so sind wir dick und doof. Mhm. Wir haben uns erlaubt, Sie zu einem kleinen, selbstfabrizierten, kalten Buffet einzuladen. Oh, bitte Platz zu nehmen an der Tafel unter den Bäumen. Ach, aber hier ist ja gar nichts. Angeführt mit Löschpapier. Oh. Typisch. Aber nicht so voreingenommen, mein Herr. Abwarten. Mhm. Abwarten, meine Damen. Oh, in meinem Alter sollte man wirklich nicht so viel essen. Aber probieren, meine Liebste. Vielleicht schmecken Ihnen ja unsere kleinen Seltenheiten gar nicht. Darum sollen Sie auch erst einmal raten, was wir Ihnen der Reihe nach aus unserer Terrine servieren. Mein dicker Bruder sitzt schon im Souterrain, das heißt unter unserer Tafel, und wird von dort servieren. Huh, es ist aber doch nicht wieder ein Hund unter dem Tisch. Oh nein, meine verehrteste, Hunde haben in unserem Haus keinen Zutritt. Also bitte setzen Sie sich und legen Sie alle Ihre Hände unter das Tischtuch. Mein Bruder wird Ihnen unsere Spezialitäten der Reihe nach unter dem Tischtuch servieren. Und Sie sollen raten, was wir zubereitet haben. Immer weitergeben, meine Herrschaften. Wer richtig rät, darf die Delikatesse behalten oder verzehren. Also los, Dicky. Das Geburtstagskind hat den Vorrang und wird zuerst bedient. Gitti, 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 ist das grauslich. Was ist das nur? Hier, nimm Quacks. Das ist ja ein Streichholzigel. Ganz recht, mein Herr. Sie dürfen die gespickte Kartoffel verzehren. Guten Appetit. Oh nein, das ist ja wie eine kalte Geisterhand. Schnell weiter damit. Huch, ein alter Handschuh mit Sand gefüllt. Dürfen Sie essen, meine kleine Dame? Haxen mit Spezialfüllung. Bitte nicht unter den Tisch gucken, meine Herrschaften. Wer mogelt, darf nicht weiter probieren. Los, geht weiter. Hui, Teufel, ein netter Schwamm. Meine Dame, ganz recht. Probieren Sie nur unsere köstlichen Schwämmchenpilze. Klasse. Eine Schwanzblase mit Eichstücken. Meine Spezialität unseres Hauses, kleines Fräuleinchen. Meine saure Gurke. Ah, endlich ein liebliches Lächeln. Der schönste Dank für unsere viele Arbeit, für fleißige Köche. Oh, ich habe das Gefühl, wir müssen unser kaltes Buffet abbrechen, meine sehr verehrten Herrschaften. Dicky, komm. Mahlzeit. Oh, schade. Was spielen wir denn los? Stefan, weißt du was? Oh ja, ich weiß was. Kennt ihr Chinesisch? Nee. Also, das geht so. Ein Spieler geht raus und die anderen denken sich ein Wort aus mit so vielen Silben, wie Spieler im Saal sind. Wie viele sind wir denn? Wir sind jetzt, wenn einer rausgeht, 1, 2, 3, 4, 5 sind wir. 5. Oh, ja. Und dann müssen wir uns also ein Wort ausdenken mit 5 Silben. Zum Beispiel das Wort Tomatensalat. Ja, stimmt. Tomatensalat. Ja, das ist gut. Und wenn wir das Wort dann ausgedacht haben, kriegt jeder eine Silbe von dem Wort zugeteilt. Ja. Und dann, wenn der denn reinkommt, gibt es ein ungeheures Gewirr von
Silben. To, der andere sagt Ten und der andere sagt Ma und der andere sagt Sa und der andere La. Das ist klasse. Und dann geht das so lange und wenn derjenige, der rausgegangen ist, das immer noch nicht kapiert hat, was sie denn eigentlich meinen, dann kann er sie abrufen auf die einzelnen Silben, die sie zugeteilt bekommen haben. Und wenn er sich dann das alles zusammengerannt hat, dann muss er es eigentlich rauskriegen. Ja, gut. Und wer geht raus? Uwe, geh du doch mal raus. Ich geh raus. Mhm. Nicht lauschen. Wer du lauscht. Nee. Einen Moment. Hier, Kindergeburtstag. Wir sagen Isas Geburtstag. Ja, Isas Geburtstag. Also, was nimmst du jetzt für eine Silber? Und du, Stefan? Boots. I. Du, I. Und du? G. Gut, ich Tag. Also dann. Isas Geburtstag. Uwe, du kannst reinkommen. Los, komm, wir fangen an. Isas Geburtstag. Das war ja auch leicht. Das war zu leicht. Wir brauchen erst mit mir Silben, aber wir haben nicht so viele Leute. Onkel Adam, ja, Onkel Adam. Bitte spiel mit. Ja, na gut, dann spiel ich mit. Ja, ist gut, klasse. Ja, gut. Bravo. Susanne, geh du mal raus. Ja, na, ist gut, klasse. Welches können wir denn mal nehmen? Überfallkommando. Überfallkommando. Du, ja, klasse. Überfallkommando, gut. Ja, gut. Ich verteile, Also, ja, Überfallkommando. Ja, klasse. Susanne, du kannst reinkommen. Susanne! Psst. Ja? Koko. Kinder, ich kann leider nicht mehr. Ich muss mal zu Tante Prudentia rüber. Oh. Oh. Na dann, viel Spaß. Danke. Tschüss. Also ich erkläre jetzt mal Rippeltippel. Ist gut. Jeder Spieler erhält eine Nummer. Wollen wir gleich mal durchnummerieren? Ich bin Nummer 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Der Spielleiter, das bin ich, hat die Nummer 1. Und dann fangen wir so an. Ich stelle mich vor und sage, hier ist Rippeltippel Nummer 1 ohne Tippel. Und dann. Ohne Tippel? Ja. Wieso? Und warum denn ohne Tippel? Also, das kommt nachher. Mhm. Also, nochmal. Hier Rippeltippel Nummer 1 ohne Tippel. Bitte Rippeltippel Nummer 4 ohne Tippel. Rippeltippel Nummer 4 bin ja ich. Ja. Also, ich bin Tippelrippel Nummer 8. Halt! Also, für diesen Fehler kriegst du jetzt einen Tippel auf die Stirn. Ach, das ist der Punkt. Tippel. Ja. Und du bist jetzt Rippeltippel Nummer 4 mit Tippel bist du jetzt. Mhm. So, und jetzt musst du einen anderen bitten. Rippeltippel Nummer 4 mit Tippel, bitte Rippeltippel Nummer 2 ohne Tippel. Rippeltippel ohne Nummer 2? Nee. Ja! Versprochen, jetzt kriegst du auch einen Schwanz. Ja. So, also, gut. Nochmal. Bin ich jetzt immer noch dran? Ja, bin ich immer noch dran. Also, Rippeltippel Nummer 2 bitte. Muss ich jetzt falsch! Wieder versprochen. Ach, Mensch, meine Schwanz. Ja, das ist doch falsch! Mit zwei Tippel! Ja, weiter. Also, Rippeltippel Nummer 2 mit 2 Tippel. Bitte Rippeltippel Nummer 3 ohne Tippel. Das bist du. Ja! Rippeltippel
Nummer 3 ohne Tippel, bitte Dribbeltippel Nummer 5 ohne Tippel. Ach ja! Dribbeltippel Nummer 5 ohne Tippel, bitte Dribbeltippel Nummer 1 ohne Tippel. Ah, Uwe! Dribbeltippel Nummer 1 ohne Tippel, bitte Dribbeltippel Nummer 4 ohne Tippel. Oh, ich hab doch schon einen Tippel. Ach, das ist so, auch ein Tippel auf dem Stirn. Ach so, oh Gott, ja. Dribbeltippel Nummer 4 mit... Oh, Dribbeltippel Nummer 4 mit 2 Tippeln. Klasse, los, so geht's auch. Dribbeltippel Nummer 4 mit 2 Tippel, bitte Dribbeltippel Nummer 4. Oh, ja. Also, sei jetzt mal ruhig. Wer ist denn jetzt ohne Tippel? Ich. Ja, also... Du? Nein. Du hast doch schon Tippel. Doch. Nein, Olli. Nein. Da aber du hast auch noch keinen. Du bist auch Sieger. Ja, genau. Da haben wir zwei Sieger. Jetzt raus ist ja Musik. Geh in den Garten. Los. Olli, warte. Jetzt haben wir Musik. Lasst uns die Reise nach Jerusalem spielen. Oh ja, bitte, Onkel Edwin. Macht ihr die Musik? Ja, wir gehen nach Jerusalem. Babyspiel. Ach, sei still. Du brauchst ja nicht mitzuspielen. Los, alle Mann, holt Kissen her. Halt, wie viele sind wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du auch, Uwe? Na klar. Also gut, 8, 9. Wir brauchen ein Kissen weniger als Mitspieler sind. Hier, kommt hierher. Wir müssen die 8 Kissen in eine Reihe hinlegen. Los, leg das Kissen hier hin. Komm, hier nimm dich. So. Los, Musik! Musik! Los, Musik! Wartet, ich weiß gar nicht, wie das gespielt wird. Also, Kinderchen, wartet, ich werde es euch erklären. Passt alle auf! Sobald die Musik beginnt, müssen wir um die Kissen marschieren und wenn die Musik abbricht, müsst ihr versuchen, einen Sitz abzukriegen. Und wer keinen Sitz bekommt, muss ausscheiden. Bei der nächsten Runde wird ein Kissen weggenommen. Also, habt ihr das verstanden? Prima, ich hab schon verstanden. Also, das geht so lange, bis nur noch ein Sitz übrig bleibt, um den die letzten beiden kämpfen müssen. So, alles aufstellen! Auf Kommando! Onkel Adam, Musik! Musik! Nach Jerusalem und wer will mit? Wir reisen nach Jerusalem und wer will mit? Und du, mein kleines Schwesterchen, und du kommst mit. Wir reisen nach Jerusalem und wer... Oh, Isa scheidet aus! Ein Kissen weg! Komm, jetzt geht's weiter! Musik! Oh, ja. Ja. Wir reisen nach Jerusalem und wer will mit? Wir reisen nach Jerusalem und wer will mit? Und du, mein kleines Schwesterchen, und du kommst. So ein Mist, ich hab keinen Platz bekommen. Ja, mach mal aussteigen. Was geht denn? Musik, ja. Wir reisen nach Jerusalem und wer will mit? Wir reisen nach Jerusalem und wer will mit? Na, das ist ja ein turbulentes, lustiges Spiel. Die ganze Geburtstagsgesellschaft klatscht begeistert im Takt, bis zuletzt Kerstin, die das Spiel erst heute kennengelernt hat, als letzte, als strahlende Siegerin aus dem Wettkampf hervorgeht. Puh, ich bin ganz aus der Puste. Vielen Dank, Onkel Adam. Eure Band spielt fantastisch. Ja. Kennt ihr nicht noch ein tolles Stück? Oh, ja, ja, ja. Bitte, Onkel Adam. So, meine lieben Geburtstagsgäste, alles antreten zur Polonaise. Onkel Adam, du machst die Musik. Klasse. Ja, gut, Kinder, wenn ihr es unbedingt wollt, dann machen wir eine Polonaise. Dann geht's jetzt richtig los. Yippie! Polonaise hat begonnen. Angeführt von der Kapelle führt sie über die kiesbestreuten Wege, vorbei an der Rosenhecke und dem kleinen Springbrunnen mit den Goldfischen, hinten an der Baumschule herum. Ihr könnt ja mal mitsingen. Hat ja für Isa und ihre Gäste noch eine ganz besondere Überraschung. Flink hatte er von gestern auf heute einen Gartengrill aus Ziegelsteinen gemauert, ihn mit Holzkohle gefüllt und einen großen Rost darauf gelegt. Das Holzkohlenfeuer glimmt und eine riesige Schüssel mit frischen Bratwürsten wartet auf die Gäste.
Hier sind sie. Die ersten leckeren Bratwürste. Knackig und zart. Aber sie trinken da? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Noch eine Bratwurst gefällig, Tante Prudentia? Ich kann's schon zwei Beine über. In unserem Alter? Puh, ich platze dir! Lisa, wie ist's mit dir? Ich aß schon zwei, Vater. Ich aß schon drei. Ich aß schon sechs. Ich acht. Wie bitte, Erik? Acht? Na, dann gute Nacht.